Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Jade Empire. So, wir haben uns vorgenommen, nachdem wir jetzt die Nebenquests in der Kaiserstadt eigentlich alle schon erledigt haben, uns jetzt mal quer durch die Arena zu kämpfen, bevor wir zu den Lotus-Assassinen gehen und damit die Story vorantreiben. Ist hier noch eine Quest auf der Seite? Nö. Eigenartig. Weil viel steht ja hier, aber egal, wir prügeln uns weiter durch die Goldklasse. Ich würde gerne hören, dass ihr bereit seid für euren nächsten Kampf. Pardon? Was braucht ihr? Erzählt mir was über meinen nächsten Kampf. Ich würde euch wirklich gerne um die Meisterschaft kämpfen lassen. Aber zunächst muss ich das Einverständnis anderer bekommen. Ich plane ein Ereignis so gewaltig, dass es das ganze Kaiserreich in seinen Grundfesten erschüttern wird. Das kaiserliche Gefecht. Die gesamte Arena soll gegen euch kämpfen. Eine Frau ganz allein gegen eine wogende Welle von Feinden. Ihr müsst sie alle überwinden. Und wenn ihr das geschafft habt, kann euch keiner mehr das Recht verwehren, den Verwüster herauszufordern. Puh, ob wir das auf einen schaffen? Zeit, euch zu zeigen, wo euer Platz ist. Ich denke, der Kampf wird sicher Spaß machen. Wenn ihr gut Acht gebt, könntet ihr ihn sogar überleben. Wie viele Gegner werden es sein? Ihr müsst allen Meisterkämpfern entgegentreten, die ihr bereits besiegt habt, und noch anderen. Hat sich schon einmal jemand diesem Kampf gestellt? Ihr werdet die Erste sein. Wie ich schon sagte, es ist wichtig, dass ihr die Herzen des Publikums erobert. Kailan will euch nicht gegen den Verwüster kämpfen lassen, aber ich will es. Wie läuft dieser Kampf ab? Das ist schnell erklärt. Könnt ihr euren Gegner mit exemplitorischer Rasität besiegen, habt ihr eine kurze Verschnaufpause. Wenn nicht, habt ihr ein Problem. Aha. Ich habe keine weiteren Fragen über das kaiserliche Gefecht. Dann kann ich den Kampf also vorbereiten. Wenn ja, werde ich mich sofort daran machen. Aber bitte, lasst uns anfangen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Tut mir leid, dass ich mich gerade so ein bisschen oft räusper, aber es ist so... Ja, meine Kehle ist ein bisschen trocken. Das kaiserliche Gefecht beginnt. Ein Oger ist der Auftakt zum großen Schlachtgetümmel. Gut. Diesmal gehen wir auf Nummer sicher und hauen direkt mit dem bisschen nachdenken, bevor ich rede. Und kommen direkt damit an, womit wir, ja, am besten drauf sind. Och, wie süß. Der Glücklose. Ich Idiot hab mich tatsächlich von dem treffen lassen. Irgendwie ist manchmal so ein bisschen Ruckler drin. Naja. Wir haben nicht ewig Fokus, aber... Okay, gegen den Krötendämon geht's nicht anders. Welches ist der größere Gegner? Die Erschöpfung oder ein vom Himmel gefallenes Scheusal? Verdammt. Das Schlimme ist halt, dass die wirklich Schaden machen und vergiften. Naja, einmal drauf. Wir hauen einfach möglichst schnell drauf, bevor der uns umbringen kann und nehmen mal das G-Power ab. Oh, schon wieder voll. Der Eisensoldat versucht es noch einmal gegen seinen Bezwinger. Also man hat quasi immer 10 Sekunden pro Gegner, oder wie sieht das aus? Ach nee, die Zeit ist wahrscheinlich immer unterschiedlich, aber bei dem haben wir 10, bevor der nächste auftaucht. Und zack, hin. Oh nein, nicht der Elefantendämon. Bei dem ist es wichtig, wirklich schnell zu sein. Ah, Dreck. Sage ich und werde getroffen. Einfach drauf. So. Und heilen. Für diese Schlacht kommt Zungbo allein. Seine Schnelligkeit ist unverwundbar. Aber er ist nicht unverwundbar. Yeah.
Und jetzt kommen wahrscheinlich noch die Brüder. So. Warum hat er jetzt kurz gehakelt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist gut, dass wir den Fokus Verbrauch so niedrig wie möglich geskillt. Nein, nicht ganz niedrig wie möglich, aber sehr niedrig. Ochi, perfekt. Der Meister des Mystizismus ist der Letzte, der diese epische Auseinandersetzung einsetzt. Ach, der ist schon der Letzte? Das ist ja... Hör mal, Junge. Muss aber früher aufstehen. Zack. Alle mit dem Schwert umgehauen. Aus einer derart monumentösen Konglomeranz ungezügelten Kampftalents seid ihr siegreich hervorgegangen. Wirklich erstaunlich. Ja, das würde ich auch mal als eindrucksvoll bezeichnen. Das Publikum liebt euch. Und auch ich finde, ihr habt euch nun oft genug bewiesen. Niemand außer euch kann es mit dem Verwüster aufnehmen. Aber denkt an eure Sicherheit. Der Verwüster schlägt mit solcher Wucht zu, dass selbst die Schutzmagie der Arena versagen könnte. Oha. Wie kommt es, dass er so stark ist? Das weiß niemand. Seine Kräfte sind fast übermenschlich, aber er ist kein Dämon. Da sind wir uns sicher. Der Kampf könnte tödlich enden für euch. Als Sungbu ihm einmal allein entgegentrat, ist das beinahe passiert. Und er war der Letzte, der den Meister herausgefordert hat. Der Verwüster wird mit jedem Kampf wilder, als ob die Zeit ihn stärker machte. Wenn ihr mit ihm kämpft, können wir den Kampf vielleicht nicht rechtzeitig beenden. Ja, was könnt ihr mir über den Meisterkämpfer meiner Klasse erzählen? Der einzige, dem ihr euch noch stellen müsst, ist der Verwüster. Habt ihr ihn geschlagen, so habt ihr alle besiegt. Muss ich noch mehr sagen? Nö. Kann ich euch noch etwas über die Arena fragen? Einer der besten Kämpferinnen der Arena erzähle ich gerne etwas. Möchtet ihr ein paar Geschichten hören? Aber ja, gerne. Zunächst müsst ihr wissen, dass diese Arena unter der Schirmherrschaft Tiens des Scharfsinnigen gegründet wurde. Sie trägt den Segen des Kaisers und ist der einzig wahre Prüfstand vollendeter Kampfkunst dieses Kaiserreiches. Obwohl man diesen Ort meistens nur die Arena nennt, ist sein voller Name die Arena der 7 Gladiatorenschulen des gütigen Lichts. Die Regeln der Arena sind in einem gebundenen Buch aus feinstem Pergament niedergeschrieben. Dieses Werk enthält mehr als 3000 Regeln. Die ersten stammen noch aus der Zeit der Erbauung. Warum wird der volle Name nicht mehr benutzt? Außer, dass er schwer auszusprechen ist? Großteils deswegen, weil er nicht mehr ganz stimmt. Es gibt inzwischen viel mehr als 7 anerkannte Schulen im Kaiserreich. Außerdem gibt es den Orden des gütigen Lichts schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr. Und da sie nicht mehr die führende Instanz für Kampfkunsterziehung sind, kann dies auch nicht länger ihre Arena sein. Wir bewahren den Namen dennoch in Erinnerung an ruhmreiche Zeiten. Spielt der Kaiser in der Arena immer noch eine aktive Rolle? Viele Kaiser haben diesen Ort mit ihrer Anwesenheit beehrt, indem sie von einem geheimen Aussichtsraum aus zusahen. Unser derzeitiger Kaiser zeigt seit 1 oder 2 Dekaden jedoch weniger Interesse. In jüngeren Jahren war Kaiser Sun ein regelmäßiger Gast. Doch die Jahre haben ihm sicher die Zeit geraubt, die er für uns übrig zu haben pflegte. Kann sich denn irgendjemand all diese Regeln merken? Ich meine, da sagt er ja 3000 Regeln oder sowas. Keiner ist so vertraut mit ihnen wie ich, und das ist auch gut so. So müssten wir eigentlich vor jedem Kampf einen Esel über den Platz führen. Das halte ich für einen der Bräuche, die man am besten übersieht. Ja. Die Straßen um dieses Gebäude sind dieser Tage so voll von Eseln, dass es den Geistern meiner Vorgänger vollauf genügen dürfte. Gut, das wäre eigentlich alles, Kri. Es sind interessante Zeiten,
Ihr solltet euch in den Straßen genauso vorsehen wie im Ring. Ich fürchte, Kai Lan ist von eurer Leistung alles andere als begeistert. So, einmal schnell speichern. Und ich muss mich noch mal kurz räuspern, tut mir leid. Und ich probiere jetzt in dieser Folge noch die Sache mit dem Verwüster zu regeln. Ich habe aber keine Garantie für euch, dass ich das beim ersten Versuch schaffe. Wenn ich mich recht erinnere, war der richtig heftig. Wie ihr wisst, ist der Verwüster euer nächster Gegner. Wann immer ihr also bereit seid... Oh, ja, wir sind bereit. Er ist allzeit bereit. Erzählt mir etwas über meinen nächsten Kampf. Die Zeit ist gekommen. Der Verwüster erwartet euch. Wisst ihr noch, was ich euch über den Kampf mit ihm erzählt habe? Ja. Ich bin bereit, mit ihm zu kämpfen. Ausgezeichnet. Dann folgt mir. Bereiten wir euch auf den nächsten Kampf vor. Dann wollen wir hoffen, dass wir den erledigen können. Eigene Sequenz. Ja, hat er auch verdient. Ungesunde Hautfarbe. Oder ist der angemalt? Das ist ewig her, dass ich Jade Empire gespielt habe. Ich weiß nicht mehr genau, wer der Verwüster war. Halt! Dieser Kampf wird nicht stattfinden. Der Kämpfer hier ist unwürdig, gegen einen echten, kaiserlichen Meisterkämpfer anzutreten. Oh. Der Verwüster wird seine Zeit nicht mit jemandem vertun, der so neu im Ring ist. Man muss die Prüfungen der Zeit bestehen, bevor man den kaiserlichen Meisterkämpfer auch nur herausfordern darf. Die Leute sind auf unserer Seite. Gute Leute, ich tue das doch nur für euch! Wollt ihr etwa, dass ein unerprobter Frischling euer Meisterkämpfer wird? Der Meisterkämpfer des Reiches? Yay, die Leute mögen uns. Ruhe! Ihr habt gesprochen und ich habe gehört. Euer Wunsch werde erfüllt. Ich gebe euch den Verwüster. So, und jetzt wird's heftig. Ich schau mal kurz, was bei ihm nochmal wirkt. Okay, er kämpft mit zwei Äxten. Ich weiß nämlich nicht, ob Magie gegen ihn wirkt. Er ist immun. Wahrscheinlich ist er gegen Unterstützung auch immun. Das wirkt sogar. Es fügt ihm Schaden zu. Aber Magie immun? Dann schaue ich mal kurz, wie es mit dem Seelenfänger aussieht. Immun, okay. Wir können ihm also kein Chi abzapfen. Nein, wir wollen nicht die Doppelsäbel. Wir wollen das Langschwert. Oh! Hui. Also entweder kann er lernen oder ist... Was so... Kann der mal damit aufhören? Aber der ist gut, der kann tatsächlich mitten im Angriff abbrechen und... Hui, der macht auch Schaden. Also ich hoffe, dass ich ihn jetzt schnell umkriege. Ich habe ihn aber schwerer in Erinnerung gehabt. Sag ich und kassiere natürlich direkt Treffer. So, dann... Einmal drauf. Also der ist auch so einer, den man nicht unterbrechen kann. Ähnlich wie den Elefantendämonen. Bisschen Abstand. So, und jetzt hin und drauf. Wir kriegen ihn. Direkt beim ersten... Ja, beim ersten Versuch werden wir erst noch umgeworfen. Wieder heilt sich. Dreck. Verdammter Mist. Ja, los. Jetzt müssen wir den endlich mal finishen. Ah, der hat doch nur so wenig. Drauf. Drauf. Ja, wir haben ihn geschafft. Perfekt. Müssen wir noch kurz raus, tut mir leid. Aber die Maske ist ab. Oh, Wirbelwind. Wenn ihr auch nur den kleinsten Funken Verstand habt, dann solltet ihr mir dankbar sein, Wirbelwind. Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht?
Euer Bruder war ein nützliches Werkzeug. Nachdem ihr ihn getötet hattet, während er mich verteidigte, entschied ich, dass es viel zu schade wäre, ihn gehen zu lassen. Ganz nebenbei habe ich euch vor einer Anklage wegen Brudermordes gerettet. Und so wurde der Verwüster geboren. Der perfekte, keine Fragen stellende Vollstrecker meines Willens. Und das alles verdanke ich euch, Wirbelwind. Ich sollte euch auf der Stelle töten, aber zuerst... Oh. Ihr habt nichts erreicht. Ich habe euch dennoch euren Bruder genommen. Und ich habe ihn zurückgeholt und es euch heimgezahlt. Ihr werdet hier nicht Meisterkämpferin. Das ist meine Arena. Ich berufe mich auf das Recht der Herausforderung. Als ehemaliger Meisterkämpfer werde ich zurückkehren und meinen Anspruch auf diesen Ort erheben. Die Tradition unterstützt mein Recht darauf. Hm. Ja, ich würde sagen, das wird dann der finale Kampf der Arena, so wie es aussieht. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Jade Empire. Ich hoffe, dass der Let's Play hat euch soweit gefallen. Der Kampf mit dem Verwüster, der war ja schon... Ja, sagen wir, der war ein würdiger Gegner. Also lasst gerne konstruktive Kritik da. Ja, das Räuspern in dieser Folge, da entschuldige ich mich schon mal für. Kann sein, dass es in den nächsten 2-3 Folgen auch nochmal so vorkommt, aber wird danach besser. So, dann erstmal, ja, wie gesagt, konstruktive Kritik und, ja, Kommentare etc. Freue ich mich immer wieder drüber. Ja, bis zum nächsten Mal. Cheerio, euer Scarecrow.